Naja, wir sind ziemlich erledigt hergekommen eigentlich, weil irgendwie hat sich der Weg von Wien daher schon ein bisschen zart. So. Es geht bergauf. Vom Gefühl, es geht bergauf auch eins. Oberösterreich. Und wir waren ein bisschen so, okay, und so ungeplant. Jetzt haben wir schon länger kein Konzert gespielt und dann fährst du her, das ist ja diese, du weißt jetzt so recht, okay, jetzt spielen wir ein Konzert oder nicht. Du hast so viel Gedanken gemacht. Ja, voll. Nein, ich war so, spielen wir heute wirklich oder wo fahren wir jetzt hin? Wurscht, auf jeden Fall sind wir angekommen, war ein bisschen geschlaucht und dann hat sich das aber ziemlich ergeben, weil die eine so arg war. Ne? Die hat das so gepusht irgendwie. Da war so ein Mädel. Ich weiß nicht, wovon du redest an sich. Nein, da war so ein Mädel in der ersten Reihe, die alles mitgesungen hat. Weißt du nicht mehr? Die hat eine Rudi die Sticks gefladert und ist dann so durch den Raum. Wie sind meine Linsen gestern aus? Nein, dann weißt du, so wie uns die, wie unter die Brühe runterfliegt. Ja, nein, war super gestern. Also war nein, cool. Jucki, leibend. War die mit einer Freundin? War die mit das ihrer Freundin nicht. Ich da? Oder mit der Barley? Die hat alle irgendwie so einen Schatten gestellt. Ich weiß nicht, die war einfach keine so. Ahnung. Ja, ja, ich weiß schon. Mit dem roten Leib, wo hinten das oben gestanden ist, irgendwas. Nein, der hat einen Kladel auch gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dancing with a friend of mine, this guy was very cute, and then suddenly we see this like almost angelical girl. She was like shining through the room somehow, like she was so special. She was laughing and we instantly felt attracted to her. So she comes, she starts talking because my friend knew, I think her brother, I don't know, it was a guy that was hanging out with her. So we all start talking. Suddenly, afterwards, we start dancing. And I kept thinking, okay, is it me or something is going on here, you know? We were like jumping around, laughing, like music kept coming up and we look at each other and it was like sparkles, you know? And suddenly, around, I don't know, maybe 4 a.m, like I turned around to say something to my friend for a minute or something, and when I turned back, she wasn't there. I look around the party, you know, I said, maybe she go to the toilet. I wait for a while, like I felt a little silly, like dancing by myself, looking for her to come back. She wasn't coming back, so I start walking around the party, looking everywhere, and I couldn't find her, so I don't know. Was machst du denn da eigentlich genau? Ich mache die Preise für die Preisverleihung am Samstag aus Seife. Verschiedene Gegenstände aus Seife. Und gestern hast du da auch an dieser Party teilgenommen, von der uns alle erzählen? Die Party, nein, leider nicht. Ich wollte hingehen, aber ich habe dann noch ewig hier arbeiten müssen, weil es mir mit der Zeit schon ein bisschen knapp wird. Und ja, jetzt habe ich bis in die Nacht noch arbeiten müssen, leider. Ich war dann eh schon ziemlich angepisst, weil ich halt gewusst habe, dass alle anderen bei dieser tollen Party sind und ich halt da nicht hin konnte. Aber ja, im Grunde war ich halt allein die ganze Zeit.
Ich habe mir zwar erhofft, dass vielleicht mal jemand vorbeikommt und mir ein Getränk bringt oder so, aber das ist leider nicht passiert. Es ist dann so eine Frau gekommen irgendwann, wo schon ziemlich spät war. Und da habe ich mir zuerst gedacht, okay, was ist das jetzt? Und dann kommt sie so rein und labert irgendwas. Und ja, sie ist mir halt schon voll auf die Nerven gegangen und ich habe mir gedacht, ich soll einfach nur verschwinden. Und habe ihr halt dann auch gesagt, dass sie gehen soll und mich in Ruhe lassen soll, weil ich da arbeiten muss und weil ich eigentlich nur so früh wie möglich fertig werden wollte. Und ja, dann hat sie halt da herumgefuchtelt und hat dann so, sogar irgendwas umgeworfen. Und ich habe mich schon voll geschreckt und habe mir gedacht, oh Gott, meine ganze Arbeit ist zunichte gemacht. Aber dann ist irgendwas Arges passiert. Also sie hat das halt so umgeworfen, ich weiß gar nicht genau, wie es passiert ist. Und es ist dann halt so gewesen, dass dann das Tolles daraus entstanden ist. Also die Seife, die daraus entstanden ist, ist ein Wunder quasi. Und die Frau, der Barbara, die dich so genervt hat, kanntest du die vorher? Mm-mm. Keine Ahnung, wer das war. Es gibt eine Frau, ja, die ist eigentlich ziemlich cool. Die hat ziemlich coole Ansichten und die würde da auch einem reinpassen, obwohl sie irgendwie älter ist auch und so. Also die passt da rein, aber also die entscheidet einfach alles. Die Aufgabe von der Jury wurde total abgegeben. Und diese Frau, die gehört gar nicht zur Jury, oder wie? Nein, nicht wirklich. Ich weiß auch nicht so genau darüber, aber die ist halt einfach da gewesen. Und auch während unseren Besprechungen ist die meistens immer reingekommen und hat gesagt, ja, ja, das nehmen wir nicht. Und ich war auch teilweise einverstanden mit ihr und einer Meinung, weil sie auch super Sachen gesagt hat und gute Ansichten hatte. Aber es war halt komisch, dass wir da gar nichts entscheiden durften. Kurz vor 12 war gestern wieder da, ja. Kurz vor 12 ist doch nicht dein Ärzte im Stress. Ja, sicher. So wie jetzt. Und wer war das? So ein hübsches Mädchen. Die ist gekommen, hat irgendwas wollen. Ich sagte, haben wir nicht, weiß nicht, was wollen. Irgendwas. Tee oder sowas. Und ich habe voll den Stress gehabt, weil es hat echt noch nicht richtig geschmeckt, gell? Und ich kosten. Und dann hat sie so gesagt, so, ich glaube, da fehlt ein bisschen Thymian. Oder was, Majoran? Ich glaube, es war Majoran. Na, das ist voll gut, perfekt. Das hat sie hier rausbekommen? Ja, sie hat auch ein bisschen reingekostet. Hat sie gesagt, das ist genau das, was fehlt. Sie waren allem ein bisschen besser, immer. Aber es war irgendwie okay. Ja, ich glaube, dass die sehr belesen ist, ja. Oder dass sie zumindest viel weiß. Ob sie das Wissen aus Büchern hat, weiß ich nicht. Aber ich konnte mir das gut vorstellen. Ich glaube, sie ist verträumt. Also besonders verbunden hat uns das Hobby Fußball. Also wir sind gemeinsam in einem Fußballverein. Eine Frau, die es geschafft hat, in einer sehr schweren Zeit als weibliche Künstlerin groß zu werden. Manchmal vielleicht chaotisch, aber ich glaube, sie hat ihre eigene Ordnung in ihren eigenen Dingen. Wie würde man die beschreiben? Für mich wirkt sie ein bisschen abgeschleckt. Abgeschleckt ist voll gut. Abgeschleckt. Mhm. Sie ist abgeschleckt. Die ist die Großcousine der Schwester meiner Mutter. Oder die Stieftochter der Schwester meiner Mutter. Und Rosa Quant hat sie an und ihr Charakter ist recht ruhig. Sie ist recht ruhig. Und sie ist immer so ein bisschen neben dem Ton. Ja, yeah, good woman. Uns interessiert sehr die letzte Nacht. Warst du da auch irgendwie involviert? Also als Fahrer hast du da gearbeitet in der Nacht? Ich war im Schlachthof und es war ziemlich spät. Es war ca. 4 in der Früh. Die Party war schon ziemlich am Schluss. Und auf einmal kam da eine Frau auf mich zu, die habe ich vorher schon gesehen. Die hat ziemlich für Stimmung gesorgt dort. Und die hat mich gebeten, dass ich sie zum Bahnhof fahre. Und ich habe mir gedacht, ja, natürlich, okay.
klar. Und dann sind wir halt Richtung Bahnhof gefahren und dann hat sie auf einmal ihre eigene Musik von mir im Autoradio hineingetan. Und das war total unglaublich, weil es war so genau die Musik, die mir gut gefallen hat. Und wir sind dann so ein Stück einfach auch durch Wels gefahren, weil wir sind so ins Gespräch gekommen und es war dann irgendwie doch nicht mehr so wichtig für sie, so schnell zum Bahnhof zu kommen. Und ich weiß nicht, wie lange wir herumgefahren sind. Es war irgendwie schon, normalerweise brauche ich 10 Minuten und es hat schon viel länger gebraucht. Irgendwann sind wir dann doch am Bahnhof angekommen und sie ist dann leider doch ausgestiegen und hat dann den nächsten Zug nach Wien genommen. Also von mir aus hätten wir ruhig noch länger durch Wels cruisen können.